Herzlich willkommen zum Video Agiles Lernen. Mein Name ist Nele Graf und ich möchte euch heute ein paar Inhalte unseres Buches Agiles Lernen vorstellen. Bevor wir auf die Details eingehen, möchte ich aber kurz klären, was es für Verständnisse von agilem Lernen und agiler Personalentwicklung gibt. Und zwar sind es zwei. Einmal das Thema, man kann das Lernen und die Personalentwicklung selbst agilisieren. Und das andere, wie muss Personalentwicklung und Lernen für agile Organisationen, für agiles Arbeiten aussehen? Wir werden uns heute auf die linke Seite beschränken, also das agile Lernen an sich. Und dort gibt es analog des agilen Manifests vier Prinzipien, die wir eigentlich befolgen sollten. Das erste ist, der Kunde steht im Fokus. Wir denken vom Nutzen. Was braucht der einzelne Mitarbeiter? Was braucht eine Führungskraft? Vielleicht auch ein Team oder die gesamte Organisation? Welchen Nutzen sollte dort Lernen generieren? Und anstatt das nur aufzunehmen und dann im stillen Kämmerlein neue Produkte zu entwickeln, geht es from delivery to co-creation. Also mit der Praxis, für die Praxis Lernszenarien schaffen. Als drittes, weg vom Gießkannenprinzip, also diesen klassischen Trainings, die wir hunderte Male nacheinander abspulen, sondern from content to context. Also was ist der Kontext? Was sind die Vorerfahrungen, die Erwartungen, was sind die Ziele etc. Spezialisierung des Lernens auf wirklich die Bedürfnisse des Kunden. Und als letztes, weg vom Training to Business Impact. Also weg von Zufriedenheitsanalysen etc. hin zum, was für einen Effekt wollen wir haben und wie können wir vielleicht diesen auch messen. Jetzt ist die Frage, bevor wir in die Formate und so eingehen, warum sollte denn überhaupt Personalentwicklung und Lernen agilisiert werden? Und wir reden über das Thema lebenslanges Lernen schon relativ lange, aber auch sehr oberflächlich. Wir wissen aber, dass sich die Welt immer schneller dreht und dass unsere Jobs in 5 Jahren völlig anders aussehen werden. Wir in Technologisierung, Digitalisierung, all diese Themen haben. Lernen gehört zum Job und Lernen sollte dementsprechend auch eine gewisse Effizienz und eine Fokussierung haben. Das heißt, ich gehe nicht mehr auf ein 3-Tage-Seminar, wo ich vielleicht nur 2 Stunden von brauche, sondern Lernen sollte wirklich genau das sein, was ich als Individuum oder wir als Team benötigen, um hinterher auch unsere Arbeit besser zu gestalten, um wertschöpfend für das Unternehmen zu sein. Wenn man das agile Manifest nimmt, dann kann man auch das quasi auf das agile Lernmanifest umschreiben. Und da geht es genau um das Thema individuelle Lernbedarfe. Und weg von diesen großen Prozessen, großen Formaten, großen Werkzeugen. Und funktionierende Themen sind besser als Zertifikate und Testergebnisse. Da tun wir uns in Deutschland noch relativ schwer. Und wir wollen immer gerne bestätigt haben, dass wir etwas gemacht haben. Aber ein Zertifikat heißt eigentlich auch nicht, dass wir es wirklich können. Sondern es geht vielmehr darum, wirklich einen Effekt zu erreichen und den dann auch darstellen zu können. Dabei müssen Mitarbeiter sicherlich am Anfang gerade begleitet werden und es ist auch wichtig, auf Veränderungen zu reagieren, als auf die Abarbeitung von Maßnahmenplänen. Sehen wir uns zum Beispiel Führungskräfteprogramme an, die häufig 1 Jahr oder so dauern. Da macht es Sinn, immer wieder auch zu gucken, sind wir noch on track, sollten wir das Programm adaptieren, da auch mit den Führungskräften zu sprechen und dagegen zu steuern, wenn wir wirklich nur nach Plan F vorgehen. Hinter all diesem Thema steht eine Grundlogik und damit auch ein Menschenbild. Und zwar im klassischen Sinne heißt Personalentwicklung, wir entwickeln Personal. Und Mitarbeiter müssen eigentlich nicht entwickelt werden, sondern Personalentwickler werden zum Ermöglicher von Lernen. Damit gehen wir auch von einem Menschenbild aus, dass Mitarbeiter grundsätzlich bereit sind zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Damit heißt auch die neue Grundlogik Pull statt Push. Also weg von dem wir drücken als Personalentwicklung hin zu einem ich als Mitarbeiter steuere.
Und wir haben bisher so diese Angebotsorientierung, also ganz klassisch denken, diese Seminarkataloge, einmal im Jahr veröffentlicht, wie so eine große Vorratskammer, kann ich mir dann dort die Seminare buchen und die Inhalte irgendwann mal abfragen und ich lerne quasi auf Vorrat. Problem ist bei Vorratskammern, da werden auch einige Vorräte schlecht. Und so ist es auch beim Lernen. Wenn ich Sachen nicht übe, nicht anwende, nicht reflektiere und adaptiere, dann kann ich sie irgendwann auch nicht mehr. Beste Beispiel, wahrscheinlich für viele von euch, dass ihr mal eine Sprache vielleicht in der Schule gelernt habt, nie wieder angewendet. Und die Frage ist, wie gut spricht ihr die Sprache jetzt noch? So geht es aber mit allen Themen und Kompetenzen. Wenn ich sie nicht auch übe, kann ich mein Handlungsspektrum auch nicht erweitern und nicht flexibel reagieren. Also statt dieser Angebotsorientierung geht es hin zu einer Nachfrageorientierung. Also der Mitarbeiter mit in Kombination mit seiner Führungskraft weiß am besten, was er oder sie zu einem bestimmten Zeitpunkt exakt braucht. Das kann ein Personalentwickler gar nicht wissen. Also wir gehen eher an dieses Learning on Demand, genauso wie das Essen, der Lieferservice. Ich bestelle mir genau das zu dem Zeitpunkt, worauf ich Appetit habe. Hier auch beim Lernen, da das, was ich zu diesem Zeitpunkt brauche. Das heißt, der Fokus ändert sich auch. Es geht hier, wie schon angedeutet, um den Performancebedarf aus Sicht des Businesses. Es geht um Lösungen, die helfen, Leistung zu steigern oder zu erhalten. Es geht um bessere Geschäftsergebnisse und Performanceänderungen. Es geht nicht mehr um Trainingszufriedenheit, Lernergebnisse im Sinne von Wissenstests oder Rechenschaft für Trainingsaktivitäten, wie viel Trainingstage eine Personalentwicklungsabteilung angeboten hat, sondern es geht immer um den Kunden und was es dort auslöst. Dabei helfen agile Lernformate und es gibt dort zwei Trends. Das eine ist Social Learning, also das Lernen mit und voneinander. Und natürlich haben wir auch das E-Thema, also das Lernen mit elektronischen Medien, ob es MOOCs sind, virtuelle Kollaboration, Virtual Games oder sonstiges. Das sind die beiden Trends. Und agile Lernformate und agiles Lernen heißt immer auch den Arbeitsbezug herzustellen. Sowohl in dem Social als auch in dem E, das heißt on the job. Es geht immer um Kompetenzerweiterung. Es ist sehr häufig informell und nonformal, da ich zum Beispiel im Mentoring gar als Personalentwicklung auch gar nicht weiß, was genau dort läuft. Es ist hoch selbstgesteuert und das Thema soziale Lernen ist wirklich auch im Vordergrund. Und wenn wir uns diese alles ansehen, dann kennen wir das eigentlich schon. Und zwar in dem 70-20-10-Modell. Also 70% lernen am Arbeitsplatz, 20% mit anderen und 10% formales Lernen. Und Personalentwicklung sollte sich nicht nur auf die 10% konzentrieren, das, was eigentlich so das Gängige und Traditionelle ist, sondern es geht darum, bei den 70 und bei den 20 zu unterstützen. Und es gibt viele Lernformate, die da auch eine Unterstützung von Personalentwicklung brauchen. Zeig mal hier so ein paar Beispiele agiler Lernformate. Lunch and Learn, Working Out Loud, Mentoring, kollegiale Fahrberatung und, wie sie alle heißen. Häufig wissen die Mitarbeiter gar nicht, dass es diese Art von Formaten gibt. Und wenn wir zum Beispiel Working Out Loud nehmen, dahinter verbirgt sich wirklich ein Schema und eine Art des Lernens. Und dort Unterstützung zu leisten, zu zeigen, wie funktioniert sowas, Leute miteinander zusammenzubringen, die ersten Working Out Loud Gruppen im Unternehmen zu begleiten, zu betreuen, das sind die Themen, die Personalentwicklung machen kann und zeigen kann, was denn alles überhaupt an Lernmöglichkeiten existieren. Und wenn wir darüber reden, über solche Formate, dann ist nicht der Personalentwickler der erste Personalentwickler und auch nicht die Führungskraft, sondern der Mitarbeiter. Denn der Mitarbeiter muss überhaupt erstmal verstehen, was brauche ich, sicherlich auch in Kombination und in Absprache mit der Führungskraft. Er muss sein Lernen selbst gestalten, geht dann die Personalentwicklung, macht das vielleicht dadurch, dass er Kollegen fragt, dass er irgendwo mal hospitiert, etc. Er muss die Formate selber anwenden, er muss es auch hinter dem Arbeitskontext selber anwenden und er muss sich auch motivieren. Das ist gar nicht so einfach.
Und damit hat eine Mitarbeiter deutlich neue Verantwortung fürs Lernen. Im Gegensatz zu dem klassischen, zu diesem Seminar gehst du, dort musst du zu dem Zeitpunkt sein, der Trainer hat dann die Agenda vorbereitet, etc. Und das ist etwas, was wir alle nicht wirklich gelernt haben. In der Schule, in der Ausbildung, im Studium werden die Art des Lernens, der Inhalt etc. zum weiten Teilen vorgegeben. Und diese neuen Anforderungen müssen thematisiert werden und die Mitarbeiter müssen neue Lernkompetenzen aufbauen. Wir haben in einer großen Studie mit über 10.000 Mitarbeitern das Lernkompetenzmodell LECAF entwickelt und da herausgefunden, was braucht ein Mitarbeiter eigentlich an Informationen über sich, über seinen Lernstil, über darüber, wie er schon sein Lernen managt, also was kann er tun bei Durchhalteschwierigkeiten, setzt er sich Lernziele etc. All diese Themen haben wir einmal analysiert und es geht darum, die Mitarbeiter bei dem Ausbau ihrer Lernkompetenzen auch zu unterstützen. Denn sie sind ihre ersten Personalentwickler. Jetzt werden Personalentwickler natürlich beim agilen Lernen nicht arbeitslos, sondern sie werden Entwicklungsexperten. Und in diesem Verständnis haben sie vier Jobs. Das eine ist eine strategische, also zu sehen, was ist die Unternehmensstrategie, wie müssen wir unsere Mitarbeiter auf Veränderungen auch vorbereiten, wie können wir sie dabei unterstützen. Und natürlich ein Berater der Fachbereiche zu sein. Also zu schauen, was braucht ein Fachbereich, was brauchen einzelne Teams dabei, wie kann das gestaltet werden. Der zweite Job, früher so ein bisschen als Wissensmanager auch bezeichnet, ist der Broker. Zwar gibt es inzwischen ganz tolle Internetplattformen und kollaborative Plattformen, aber doch nochmal jemanden zu haben, der Lernpartner zusammenbringen kann und zwar ganz gezielt nach ihren Bedürfnissen oder der einen Mitarbeiter unterstützen kann, die geeigneten Lerninstrumente und Lernformate zu finden, wie zum Beispiel Working Out Loud. Oder aber auch das Wissensmanagement durch die Moderation von Social Collaboration Thematiken zu unterstützen. All diese Themen gehören auch in den großen neuen Job eines agilen Personalentwicklers. Zudem geht es darum, eine neue Lernkultur zu fördern. Also wie wird mit Fehlern umgegangen, wie wird Lernen als Wert verstanden im Unternehmen und auch die Führungskräfte in ihrer neuen Rolle als Lerncoaches zu unterstützen. Und zudem natürlich auch die Mitarbeiter als Lerncoaches und als nochmal neue und neutrale Lerncoaches zu unterstützen. Sie bei ihren Lernkompetenzen zu unterstützen und Lerncoaching an sich auch zu implementieren. Ihr seht, ich habe hier Selbstlernkompetenzen einmal geschrieben, um für mich als Merker, denn ich finde, das ist eigentlich doppelt gemoppelt, denn lernen kann man nur selbst, das kann kein anderer für einen. Also insofern rede ich immer nur über Lernkompetenzen. Die Führungskraft als Partner in Crime hat natürlich auch gewisse Funktionen. Zum einen geht es darum, Lernsituationen und Vernetzungsmöglichkeiten zu gestalten. Also auch über den Fachbereich hinaus Möglichkeiten des Austausches nochmal zu schaffen und Lernsituationen zu schaffen, dass auch Mitarbeiter Neues üben, reflektieren, adaptieren können. Es geht darum, Lerner zu unterstützen, die Mitarbeiter bei ihrem Lernen zu unterstützen. Aber auch Vorbild zu sein, zu sagen, wie lerne ich, Lernen als Wert auch zu präsentieren und damit auch Anregungen zu geben und auch diesen Wert wirklich hochzuhalten. Und natürlich als Lernkulturbotschafter auch zu fungieren, also auch Freiräume zu schaffen und dort den Mitarbeitern zu zeigen, Lernen gehört zu deiner Arbeit dazu. Das waren die Rollen. Da es nur ein kleines Video ist, hier sind wir auch schon beim Fazit. Ich denke, Lernen und Personalentwicklung müssen sich verändern. Sie müssen kontextbezogener sein und damit müssen sich die Rollen auch ändern. Und ich finde es ganz wichtig, diese Rollen zu thematisieren, denn wir gehen eigentlich wieder in diesen gleichen Fehler rein, den wir 2000 schon gemacht haben. Damals wurde über E-Learning und WBTs und alles gesprochen. Man war völlig geflasht, welche tollen Formate es gibt.
Und wir tendieren jetzt eigentlich jetzt schon wieder zu. Wir reden über KI, wir reden über Augmented Reality und Virtual Reality und Serious Gaming und all diesen ganzen Themen. Aber es geht doch darum, wie hat sich das Lernen zu dem, was eigentlich alle Mitarbeiter kennen, verändert? Und was bedeutet das für die Verantwortung der einzelnen Rollen? Und man kann jetzt natürlich ganz groß denken, und das halte ich auch für sinnvoll, also eine Perspektive zu haben, wo man als Unternehmen und als Organisation hin möchte. Aber häufig ist es schön, einfach klein anzufangen. Das heißt, vielleicht mal den ersten Working Out Loud Circle zu installieren und darüber dann auch berichten zu lassen. Und viele kleine einzelne Schritte können dazu helfen, so das gesamte Picture dann auch wieder zu forcieren und in diese Richtung zu gehen. Und was man genau machen kann, das möchten wir mit der Corporate Learning Community in einem Webinar demnächst diskutieren. Wir haben viele Sachen angesprochen, aber einige auch nicht. Und es haben ganz viele Themen es leider auch nicht ins Video geschafft. Gerade auch die Metakompetenzen, also welche Kompetenzen brauchen Mitarbeiter für New Work, neben den ganzen fachlichen Lernkompetenzen haben wir angesprochen. Digitale Kompetenzen wird viel diskutiert. Dort gibt es aber noch einiges mehr. Ja, ich glaube, wir haben noch genug Themen für weitere Videos. Ich freue mich, weiter zu dem Thema zu diskutieren, Anregungen auch von euch zu bekommen und zu schauen, wie man das Ganze implementieren kann. Und sage vielen Dank und bis bald. Tschüss.